Komm! Ich hab den ja mal ganz klar in der Birne erwischt. Scheiße. Auf die Shorts bitte wechseln. Aber die Shorts hat auch nur noch 3 Schuss. Dann musst du mal ins Gebäude nochmal reingehen, ins Häuschen reingehen. Kommst du nicht, Scheiße. Oh Mann, das ging jetzt schon eine halbe Stunde. Nice! Du hast gesagt, ich soll die Mac 10 nehmen. Okay, dann nehmen wir die Mac 10. Kettendorf, wir haben Leo. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ich sehe dich mal um. Sorg dafür, dass er überlebt, sonst halt er geht von den Kollegen da. Such weiter! Komm schon! Ich glaube, das war der erste. Da, Vorsicht! Ich bin so ganz gerade. Hier drüben! Erwisch mich über die Mühe! Mach sie alle! Kurze kontrollierte Feuerstöße. Hab ich doch mal jemanden aufs Motherfucker von mir gegeben? Auch gescheite Waffen. Das ist immer noch Gas. Tust du gar nichts. Ja, die braucht das Gas doch, bis es weg ist. Keine Ahnung. Schon, hast du
nicht darüber gesprungen. Wie kann, hä? Ja, einfach drauf zudrücken und A. Ah. Okay, und wieder was gelernt. Man kann über Dinge drüber springen. Ja, aber sowas funktioniert auch nur in der Zukunft. Heutzutage geht das auch noch nicht. Aber hey, wir werden besser. Captain Dorf, wir haben Leo. Wir versuchen zurück den Haupteingang. Lass ihn mal rüber. Sorgt dafür, dass er überlebt, als er die von den Kollegen kam. Hey, habt ihr das schon gesehen? Ich bugge, ich bugge! Ich hab grad festgepackt. Nachladen. Nicht Waffen wechseln, nachladen! Okay, so wird das nichts. Das hat er jetzt fallen lassen. Ich bin aber, wie gesagt, Shooter sind nicht meine Welt. Du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, fahr los. Wir haben Leo. Wo soll er hin? Ja, zieh mit Bremsen. Okay, wir fahren über den Damm. Dann ist es krank. Nicht zu übersehen. Okay, geht klar. Er ist angekommen. Da ist er. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke zum Dörfer. Ah, die Stelle! Die fand ich im letzten Mal ultra geil. Platz da! Nice Dog. Leo ist wichtiger als Blau. Folge dem Leo. Hui! Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nichts. Hört, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Ihr Vater holprig, Captain. Leo. Ach so? Helft ihm hoch. Sir Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso.
Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ich glaube, der ist sauer auf uns. Was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Yay! Woohoo! Krieg ich jetzt Applaus? Ja, muss die Zuschauer fragen. Zuschauer, krieg ich einen Applaus von euch? Mir reicht auch ein Daumen hoch. Oh, Kommi, wie scheiße ich doch bin. Ja, aber ich glaube auch, das war's mit der Folge. Ja, okay, das war's mit der Folge. Aufnahme. Mit der Aufnahme, okay. Das Ganze hat jetzt knapp 40 Minuten gedauert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, meine Nummigkeit hat mich nicht zu sehr erschreckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.